Wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist der 21. Dezember und heute ist ein ganz spezieller Tag, weil ich bin vorher gerade vom Notariat zurückgekommen. Und was ich auf dem Notariat gemacht habe, das seht ihr in dem Video, das nicht ganz so wird sein wie die vorherigen, aber lasst euch doch einfach mal überraschen. So, ich befinde mich jetzt hier vor dem Backpackers Inn, meinem Hostel, wo ich jetzt hier schon länger war. Insgesamt schon fast 2 Monate, glaube ich. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Das Gebäude, wirklich, literally hätte ich jetzt fast gesagt auf Englisch, wirklich vis-à-vis von dem Hostel, ist ein Gebäude. Und das gehen wir jetzt zusammen einfach mal schnell anschauen. So, das, meine Damen und Herren, wo ich mich gerade da drinnen befinde, ist meine eigene Wohnung. Cool, hä? Und zwar ist das jetzt so, ich werde nicht hier innen selber wohnen, sondern ich würde die Wohnung untervermieten auf Airbnb, um ein bisschen ein passives Einkommen zu bekommen oder einfach mal ein bisschen Geld wieder reinbekommen, weil ihr ja vielleicht könnt euch vorstellen, ist das Reisen nicht ganz günstig. Und mein Ziel war von Anfang an, auf dieser Reise mir etwas aufzubauen. Und ja, ich bin durch verschiedene Quellen bin ich auf ein Airbnb-Business gekommen. Also die Wohnung ist zum... Also ich habe sie gemietet, ich habe sie nicht gekauft. Ich miete die und tue sie untervermieten. Und da habe ich mir einfach gesagt, es gibt keinen besseren Ort, als etwas aufzubauen als in Medellin. Und ja, jetzt nach etwa einem Monat auf... Nach einem Monat Suche nach Wohnungen und alles hat es jetzt endlich geklappt, als ich etwas gefunden habe. Ich bin ich habe richtig Freude, ich habe mega den Applaus. Ja, wie soll ich sagen, ich habe das schon lange wollen, ich habe lange danach gesehnt und jetzt endlich ist es in Erfüllung gekommen und darum bin ich jetzt richtig happy und ich kann es kaum erwarten, die Wohnung richtig geil einzurichten. Ich sehe das sicher auch noch. Ich tue das ein bisschen verfolgen oder ein bisschen dokumentieren da, damit ihr das auch seht. Aber jetzt zeige ich euch zuerst mal die Wohnung. So, dann haben wir hier ein Badzimmer, das untere, im unteren Stock. Da ist die Küche. Dann haben wir hier den Wohnbereich. Und dann kommen wir da zum ersten Zimmer. Das Gute ist hier bei diesen Wohnungen in Kolumbien haben immer einen Einbauschrank eigentlich schon drin. Also das kann man sich jetzt sparen, das muss man jetzt sich nicht mehr zutun. Und da ist noch so ein Wäschbereich. Die haben die Wohnungen in Kolumbien alle so eine, das Ding da zum Waschen. Weil früher haben sie das immer halt da von Hand gewaschen und dann nachher da aufgehängt. Darum hat es eigentlich jeder Wohnung so ein Lavabo. Und dann geht es jetzt hier weiter. Richtung aufwärts. Der zweite Stock von dieser Wohnung. Und da ist das zweite Zimmer. Wir sind hier wieder mit dem Einbauschrank. Hier mit eigenem Bad. Klein, aber alles schön und sauber. Und da das Herzstück von dieser Wohnung. Wenn ich es aufbringe. So, schau dich das an. Ein Balkönli mit einer Wahnsinnsaussicht über die Stadt. Richtig geil. Und ja, so ein Balkönli ist. Es ist zwar klein, wie ihr seht, aber es ist gar nicht so kein einfaches Balkönli zu finden. Ich habe fast keine Wohnung. Ich bin viel Wohnungen anschauen. Ich bin sicher etwa 20 Wohnungen anschauen. Und glaube ich. Eins oder zwei haben das Balkönli gehabt. Also es ist wirklich etwas Spezielles, wenn man da ein Balkönli hat. Und das bin ich richtig stolz und das wird sicher auch ein cooles extra Feature sein von meiner Wohnung. Und ja, jetzt geht es ein bisschen einrichten und alles. Und ja, ich freue mich schon, in gut etwa 2 Wochen habe ich mir vorgenommen, sollte die Wohnung fertig eingerichtet sein, sollte es auf Airbnb verfügbar sein. Und ja, mal schauen, ob ich das hinbringe. Es ist jetzt noch Weihnachten und Neujahr und alles.
Kind ein bisschen schwieriger werden in dieser Zeit, weil halt die zum Teil auch nicht offen haben und so. Aber ich probiere mein Bestes und dann würde ich euch auf dem Laufenden behalten, wie es da mit meiner Wohnung weitergeht. So, noch nicht viel gemacht, aber ich bin jetzt ein bisschen am schauen, dass alles funktioniert mit dem Lichtschalter, mit dem Licht und so. Und all die Schäden notieren, weil das ist noch ziemlich wichtig da. Nicht, dass sie dann nachher auf mich zukommen und sagen, hey, du hast das kaputt gemacht. Und ich habe natürlich ganz liebe Kollegen da, die mir helfen vom Hostel, weil ich ja gerade über die Straße. Und sie dann jetzt hier da hart zu arbeiten, härter als ich eigentlich. Und dann so ein bisschen Balkon ausmessen, die ganze Wohnung. Sarah, wie läuft's? Super. Alles ausgemessen. Zeig mal dein Plan. Geil. Was für ein Plan? Müssen wir dann noch rauskommen? Ja, das wäre nicht schlecht. Weil da so einen Plan mit der Wohnungsabmessung und so hat es da natürlich nicht. Wie hängt es anders sein? Und darum müssen wir jetzt das manuell machen. Aber ist ja nicht so eine grosse Sache. Und aber mit so lieben Kollegen wie ich kann, schon gar nicht. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Wo bist du? An mir nach der Tür. In einem wunderschönen, riesigen Apartment. Ja, schau mal, unser Airbnb an. Wunderschön. Und heute ist was für ein Tag? Der 24. Yeah. Und das. Wir haben Zöpfe. Schau mal, unser Zmorgen, das wir jetzt gemacht haben. Zopf von der Swiss Bakery von Stefan. Geile Früchte, Avocado, Rührei. Wir kommen dann noch Spiegelei. Lachs, wo aussieht. Ja, was meinst du? Das ist eine kleine Portion. Ja, das sieht komisch aus. Aber das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Was meint ihr? Und das ist eigentlich das erste Mal so ein bisschen unser Brunch. Heute Abend gehen wir nämlich ins Backpackers hin und dort feiern wir dann nach einem heiligen Abend. Und ja. Kannst du noch etwas sagen? Einen guten. Genau. So, schönen guten Abend miteinander. Wir haben hier gerade ein bisschen Weihnachtsstimmung mit dieser hammergeilen Musik. Und wir machen jetzt die Nacht. Und wir gehen heute Abend wieder ins Backpackers Inn. Und jeder bringt ein Gericht mit von seinem Heimatland. Und was gibt es da natürlich Besseres als Was machen wir? Das Zürich Schnäzle. Ohne Schnitzel. Hauptsächlich ganz und Rösti, nicht wahr? Rösti mit viel zu viel Rahmsauce. Genau, Sarah wird jetzt ein bisschen schneiden. Und der Leo ist da. Am Zwiebeln. Schau, jetzt ist es. Ja, yeah, das Speckli. So, es ist bereits der 25. Gestern habe ich nämlich die Kamera daheim vergessen, aber es war ein richtig cooler Abend. Und heute ist der 25. Und schaut jetzt mal, was wir noch gemacht haben. Es ist Fondue! Und schaut mal, das geile Gackel, das wir gebastelt haben, mit so Kerzchen unten drinnen. Ja? Passt das? Ein richtiges Fondue. Es ist super. Yeah. Jetzt freue ich mich, das Herdöpfchen in Käse reinzudunken. Geil, Mann. Schau dir das an. Über ein Jahr hatte ich ein Fondue, ihr lebt auch. Nein. Und jetzt lassen wir uns das schmecken. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. So, es ist Neujahr und wir sind jetzt so alle versammelt im Backpackers Inn und wir gehen nachher auf einen Chiva. Das ist so ein Partybus, den ich auch schon gesehen habe. Cartagena. Und ja, was gibt's zu sagen? Es ist eine coole Truppe da miteinander, oder? Zum Beispiel der Michael. Oh, hey man, how you going? Hey Video. How you going, Kent? Is that pretty Australian? New resolutions are like promises. They're meant to be broken. It stays only for today, and from tomorrow it disappears. That's how New Year resolutions are. Guten Tag, guten Morgen. Genau. I'm German. I am German. I went there for 3 weeks, so I'm German now. See? I mean, yeah. Okay, also we can nachher noch einen Ausgang mit. That's bullshit! Robin. The Swedish what vloggers, I tell you. Yeah. It's crazy. He's the best Pakistani guy. I'm the best Pakistani from Lahore all over the world, yeah. Genau, und wir gehen jetzt nachher eben auf den Partybus und ich glaube, ich würde die Kamera nicht mitnehmen, weil ich würde sie bestimmt verlieren oder kaputt machen oder weiss ich gut was. Darum sage ich jetzt mal Tschüss, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut, gutes Neues, bis dann, ciao.
So, wir haben ja letztes Mal an Weihnachten eine Röstung gemacht, also besser gesagt der Leo. Und das ist ja so gut angekommen, dass alle nachher gefragt haben, hey, kannst du mir zeigen, wie du das gemacht hast und so. Alle haben nochmal Rösti essen und jetzt machen wir das halt nochmal. Und zwar mit dem Reutz, der hier auch ein bisschen helfen wird. Reutz, ja. Mit ein bisschen Zwiebeln schwitzen. Ja, ein paar Jahre geschnitten, der Reutz. Ja, und dann wird hier schauen, ob mein Küche-Equipment alles gut ist, ob meine Küche gut ausgestattet ist. Und Leo, was meinst du? Hey, bis jetzt super, die Messer schneiden, cooles Brätchen, die Pfanne ist super, gut, kommt gut. Ja, wie ihr seht, meine Küche nimmt langsam Formen an, da. Mit all diesen geilen Küchengeräten, Alter. Sarah, was findest du? Wunschlos glücklich. Kann ich weiter so machen? Yes. Ist das Ja. Gut. Absolut. Genau. Und ja, jetzt freuen wir uns richtig auf die Röstung. Das ist übrigens mein Kühlschrank. Und dort ist mein Geil, ne? So, die Kindergärtnerschrift ist von mir. Es ist mittlerweile der 9. Januar 2019 und ja, in meiner Wohnung ist noch nicht viel gegangen. Die Küche ist aber jetzt mittlerweile komplett eingerichtet mit Kaffeemaschine, Mixer und Mikrowelle und da hinten jetzt ein kleines Öfeli und alles. Also das ist schon mal eingerichtet, aber sonst sieht es immer noch ein bisschen recht kahl aus. Da ein kleines Tischchen habe ich anfing. Der Fernseher steht schon da, aber sonst ist da noch nicht viel gegangen. Aber zum Glück hat es jetzt ein Bett gegeben. Und darum kann ich jetzt auch hier in meiner Wohnung übernachten. Und ja, ich habe jetzt das erste Mal heute hier geschlafen. Wunderbar. Super komfortables Bett habe ich mir dazu getan. Ich bin wirklich stolz auf mich, habe ich gut gemacht. Und ja, jetzt kommen die Möbel so langsam trudelt rein. Ich habe vieles eben bestellt. Und das geht jetzt eben noch ein Zeitchen, bei 1-2 Wochen. Und dann sollte ich dann nachher alles etwa da sein. Und jetzt geht es noch ein bisschen an Detailarbeit, also ein bisschen Pflanzenbilder und so, alles ein bisschen zusammenstifeln. Und danach bin ich dann da bereit zum Vermieten. Aber jetzt wohne ich eben zuerst mal selber noch in meiner Wohnung, bis ich dann eben das alles fertiggestellt habe. Das zu dem Airbnb-Business. Und ja, wie es weitergeht, werdet ihr auf dem nächsten Video sehen. Das war es jetzt für das Video. Danke fürs Einschalten und bis gleich. Ciao, ciao.